Du sagst also, dass es im Lebensstrom einen Kampf gab? Schwarze Mäuren gegen den Planeten? Und dass diese Mäuren auf Sephiroths Seite sind? So sah es für mich jedenfalls aus. Konntest du denn erkennen, wer die Oberhand hat? Der Lebensstrom, der Planet. Natürlich hat er das. Ich habe es doch gewusst. Der Planet kämpft mit aller Kraft. Mit Leib und Seele ringt er auch jetzt um sein Leben. Da, ich kann seinen Kampfschrei förmlich hören. Lausch doch mal. Er setzt sich zur Wehr. Und zwar gegen aufdringliche Typen wie diese Silberlocke. Wir sind die Einzigen, die ihm helfen können. Der Planet kämpft für uns und wir für ihn. Alle zusammen. Oder? Genau, ja. Also, das klingt ja alles ziemlich wichtig. Es gibt da einen Ort, an dem ihr Antworten finden könnt. Du meinst Cosmo Canyon. Die Wiege der Planetenkunde. Ich glaube, wir sind nicht weit weg. Gibt's da denn auch Materie? Dann bin ich nämlich dabei. Los, gehen wir! Seit jeher sammelt man an diesem Ort das Wissen über den Planeten. Natürlich gibt es dort auch... Okay, dann mal los! Hey, Red, du siehst glücklich aus. Ist meine Heimat. Na, dann scheinen wir uns ja alle einig zu sein. Der Weg dorthin ist gefährlich, aber ich habe einen Tipp. In der Nähe vom Dorf ist eine alte Landebahn. Von dort operiert ein Freiflieger. Folgt einfach dem Pfad hinter dem Südtor, dann findet ihr sie. Und ich... Das hier ist Fango. Der Kleine hat sich richtig an euch gewöhnt. Er wird euch sicher dorthin führen. Vielen Dank, Sisney, für alles. Passt auf euch auf, okay? Wenn ihr noch was braucht, findet ihr es bestimmt im Dorf.